Ich heiße Thomas Gredig und bin in der Weltmetropole Portain aufgewachsen. Nach der Oberstufe habe ich dann bereits die Lehre hier bei HMQ gemacht. Bin dann 2 Jahre auf Chur in einem Ingenieurbüro gearbeitet und anschliessend auf Basel habe ich das Studium zum Ingenieur für Geomatik gemacht. Nach dem Studium bin ich wieder zurück zu HMQ gekommen und jetzt seit 3 Jahren wieder arbeite. In der Freizeit bin ich gerne auf der Langlauf- und Alpinski und im Sommer helfe ich auf dem Bauernbetrieb vom Bruder mit. Dort geht es vorwiegend auf der Maiensäs oben, wo ich helfe Heuer, wo es viel Mannkraft braucht. Ich arbeite im Bereich Ingenieurvermessung und 3D-Laserscanning. Zusätzlich betreue ich noch die EDV und bin dir gut zählt, wenn es technische Probleme zu lösen gibt. Im Bereich Laserscanning können innerhalb von kürzester Zeit Objekte sehr detailliert und vollflächig erfasst werden. In der Ingenieurvermessung mache ich vor allem Ausgleichungen von Fixpunktnetzen. Die werden später gebraucht, um Aufnahmen und Absteckungen von Gebäuden, Strassen, Tunnel usw. zu erledigen. Typisches Beispiel haben wir hier, Bestandesaufnahme vor Hintereibruck bei Fürstenau. Hier haben wir als erstes ein Fixpunktnetz gemacht, nachher dann haben wir das Gelände und die Brücke selber mittels Tachymeter und 3D-Laserscanner aufgenommen. Der Laserscanner misst in einer Sekunde rund 1 Million Punkte, was sehr detailliert und vollflächig ist. Anschliessend haben wir die Daten ausgewertet und Situationspläne, Längenprofil und Querprofil gemacht, so wie ein 3D-Modell. Das ist ideal für den Projektanten zum Weiterarbeiten. Später, bei der Bauphase, haben wir dann noch die Möglichkeit, zum Punkt hier an der Brücke abzustecken und allenfalls Überwachungsmessungen zu machen.